Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr erschöpft, sehr, sehr, wie heißt es, erleichtert, würde ich sagen. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Spiel. Es war kein einfacher Gegner hier auswärts, aber dass wir das geschafft haben und wie, muss ich sagen, ist sehr schön. Weil allerdings ist es auch, wie du gesagt hast, das letzte Spiel vor Weihnachten hat man auch eine Riesenspannung drauf. Und ja, ich fühle mich einfach glücklich. Ja, also ich fand es schon, dass beide Mannschaften mit hohes Tempo angefangen. Wir kamen ja nicht so richtig los. Es war eng in Anfang und dann haben wir, wie in vielen Spielen, einfach unser Tempospiel durchgezogen. Ich habe ein paar Bälle ins Netz bekommen, aber schnell mit dem Ball raus, durfte nicht so viel nachdenken. Und wir hatten auch unser Tempospiel da und durchgezogen und das, glaube ich, war unser Schlüssel zum Spiel. Und ich muss auch sagen, der Abwehr hat es auch super gelöst. Das hat man gesehen, der Melzinger musste 7 gegen 6 dann aus der Taktiktasche da rausziehen. Und das, finde ich, haben wir auch gut gelöst. Ich fahre jetzt einfach ziemlich entspannt. Erholung ist auf den Riesenpunkt und dann spielen wir ein letztes Spiel zu Hause. Das heißt Klischee, das ist Floskeln, aber die dürfen wir auch nicht unterschätzen. So, ich glaube, nach dem letzten Spiel kann ich es mal so richtig Weihnachten feiern, aber ich würde es klein machen. Ja, wir haben ehrlich gesagt einfach da weitergemacht, wo wir die ganze Saison schon dran arbeiten und wie wir uns die ganze Saison schon präsentieren. Und dass es heute hier bei einem richtig schweren Auswärtsspiel im Pokal so gut und so souverän geklappt hat, darüber sind wir sehr glücklich. Ich glaube, vom Anfang an ging es ein bisschen hin und her, viele Fehler auf beiden Seiten. Ein enges Spiel am Anfang und dann haben wir es einfach geschafft, die ja schon vielen Fehler, die Melsung gemacht hat, dann durch Gegenstöße auszunutzen und uns dann einen Vorsprung zur Halbzeit zu erarbeiten. Und in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir das dann sehr souverän gemacht und hatten immer eine Antwort auf das, was Melsung im Angriff gezeigt hat. Melsung ist nie in so einen Moment gekommen, wo sie wieder daran geglaubt haben, dass das Spiel nochmal kippen kann. Und das war schon sehr gut und sehr souverän von uns. Auch ganz gemütlich zu Hause. Wir haben die Tradition, dass meine Eltern zu uns kommen oder meine Familie und die Familie von meiner Frau und einen großen Kreis bei uns zu Hause.